meine Lieben, ich habe heute mal wieder einen kleinen Haul für euch. Und zwar war ich die letzten Tage in Dublin und habe da eine Freundin besucht, die macht da ein Auslandssemester. Ja, und da haben wir uns natürlich die Stadt angeguckt und unter anderem waren wir dort auch shoppen. Es gab nämlich da richtig coole Läden, also zum Beispiel River Island, Topshop, Bershka, Stradivarius, ja, und viele mehr. Ihr werdet es ja dann noch gleich sehen. Ich habe jetzt nicht ganz so viel in Dublin eingekauft, weil ich auch schon mal davor in Deutschland nochmal shoppen war. Und das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Und zwar, ja, beginnen wir mit Stradivarius, mein Lieblingsgeschäft. Und da habe ich mir einmal den Pullover hier mitgenommen. Ein dunkelblauer. Und das Besondere, was der hat, sind hier oben eben diese Schulterpads oder Schulterapplikationen. So sehen die aus. Ja, fand ich ganz cool, hat mir gut gefallen. Ist halt dreiviertelärmlich und aus einem ganz schönen Stoff so, also fühlt sich wirklich gut an. Ja, und der hat gekostet 26 Euro. Ja, das ist der. Ja, und dann habe ich mir auch noch diese Weste, die ich gerade trage, mitgenommen. Ich stehe mal eben auf und ziehe den Schal aus, dann seht ihr das besser. She's got your blue. Und da habe ich mir da auch noch mitgenommen von Stradivarius ein T-Shirt. Und zwar, ich muss das mal eben richtig machen, oder beziehungsweise ist es eigentlich eher ein Tanktop. Und zwar sieht das so aus. Ich mache mal eben das T-Shirt da, auch das Schild. Ja, das Besondere, was es hat, seht ihr ja schon, ist, dass es hier oben so ein bisschen offen ist am Ausschnitt. Und das läuft halt so V-mäßig zu und ist halt hier so offen. Ja, das ist halt Tanktop, also sprich, es hat keine Ärmel. Und ich fand das Muster so ganz schön mit den Farben. Da kann ich mir auch richtig gut eine hellblaue Jeansjacke zu vorstellen. Gerade weil das hier oben so hellblau ist und das, ja, das sieht schon richtig toll aus. Ja, und das ist eigentlich normal geschnitten, also unten jetzt keinen besonderen, ist hinten ein bisschen länger, aber jetzt nicht total, jetzt nicht wirklich sehr, sehr viel länger, von daher. Ja, das ist das und das hat gekostet 10 Euro, also fand ich echt super günstig eigentlich, 10 Euro für so ein schönes Hangtop. Ja, und dann, ich gucke gerade mal, achso, ja, ich hätte auch noch mehr kaufen können da bei Stradivarius, aber ich musste mich ja zügeln, aber ich finde, die haben echt sehr, sehr schöne Sachen. Also wirklich traurig, dass wir den Laden nicht in Deutschland haben. Ja, dann habe ich mir aus der Accessoire-Abteilung noch ein Armbandpaket mitgenommen. Und zwar, ich muss es mir eben richtig machen. Und zwar sieht das so aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sind vier verschiedene Armbänder. Und am schönsten fand ich eigentlich dieses hier. Das ist so ein Lederarmband, so ein braunes Lederarmband mit so einer goldenen Blume hier. Und dieser Viererpack hat jetzt 7 Euro gekostet, also ja, war jetzt nicht so günstig, aber ihr wisst ja, ich liebe Armbänder. Ich bin armbändersüchtig, glaube ich, und von daher ja, mussten die auch noch mit. Und dann machen wir weiter mit Forever 21. Ja, also eigentlich war der Laden echt unglaublich riesig. Also wir haben das gar nicht gecheckt, dass das 3 Stockwerke hat. Wir waren erst im ersten Stockwerk und dachten, da wäre es schon zu Ende. Dann sind wir runtergefahren und dachten, da wären die Accessoires, aber da war dann noch mehr Kleidung. Und das war uns eigentlich schon zu viel, weil wir auch nicht so viel Zeit hatten. Und dann sind wir nochmal runtergefahren und dann war da noch mehr Kleidung. Also wir sind echt, ja. Ich war da mit meiner anderen Freundin, die weg war und, ach, die mit war. Und die hat noch mehr eingekauft als ich dort. Also die ist da richtig gut fündig geworden. Aber ich habe jetzt eigentlich nur ein Oberteil gesehen, was ich jetzt, ja, ich hätte auch noch mehr kaufen können, aber jetzt nichts wirklich, was ich richtig so richtig toll gefunden habe. Von daher, ich wollte jetzt auch vom Geld her nicht so viel ausgeben. Ich wollte wirklich nur was kaufen, was mir richtig gut gefällt. Und von daher habe ich einen Top nur mitgenommen. Und zwar ist es dieses hier. Das ist halt in so einem schönen Aprikoton oder auch Koralleton. Hat halt oben so ein bisschen diese Raffung, wie ihr sehen könnt.
Ja, und ist jetzt nichts total Spektakuläres, aber fand ich so ganz schön und ja. Es hat, wie viel hat das gekostet? 13 Euro, also geht auf jeden Fall. Das habe ich jetzt, ja, in M genommen, weil es gab leider kein S mehr. Naja. Aber da das eh so ein lockerer Schnitt ist, hat das jetzt ja nichts ausgemacht, dass es halt noch ein bisschen lockerer ist. Das fällt eigentlich gar nicht auf. Ja, und dann habe ich halt bei den Accessoires mir noch was. Ich spreche lieber erstmal, weil die Tüte hier, die knistert total. Also ich spreche erstmal zu Ende. Ich habe mir bei den Accessoires noch einiges mitgenommen. Die Forever 21 Accessoires sind ja immer sehr, sehr schön. Also ja, kenne ich schon aus London und ja, die sind wirklich immer total. Die haben viele schöne Sachen da. Jetzt packe ich aus. So, okay. Und zwar habe ich mir zum einen da eine Kette mitgenommen. Das ist diese hier. Das ist halt eine goldene mit so schwarzen Dreiecken. Ja, ihr seht es ja. So sieht die aus. Und die hat gekostet 6 Euro. Für so eine schöne Kette fand ich das echt sehr gut. Also, ja, das ist die. Und dann habe ich mir noch Ohrringe mitgenommen. Und zwar sind das so goldene, ja, Blütenblätter, Rosenblätter. So sehen die aus. Und die haben gekostet 1,90 Euro. Also, hallo. 1,90 Euro für diese schönen Stecker. Was geht, ja? Gott, ich höre mich an wie so eine. Naja. Also, und dann noch einen Ring habe ich mir auch noch mitgenommen. Auch 1,90 Euro, wie ich gerade sehe. Und zwar sieht das so aus. Das war Forever. Ich packe lieber erstmal wieder ein. Forever 21. Und jetzt machen wir weiter mit einem Drogerieprodukt. Und zwar gab es da die Drogerie Boots. Die gibt es ja auch in London. Und die haben ja unter anderem auch Revlon und Bourjois. Der erste Stand, wo ich hingegangen bin, ja, war natürlich der Revlon-Stand, weil ich ja unbedingt die Revlon Lip Butters mir mal kaufen wollte, beziehungsweise eine ausprobieren wollte. Ich dachte, die wären da sehr viel günstiger, als wenn man sie jetzt online bestellt, aber es hat eine irgendwie, glaube ich, 13 oder 14 Euro gekostet. Also das fand ich schon sehr teuer und ne, also das war mir dann einfach zu viel Geld für so eine, ja, für einen so ein Lippenprodukt und deswegen habe ich es dann gelassen. Aber stattdessen habe ich mir von Bourjois einen Bronzer zugelegt. Zwar ist er ja auch sehr gehypt. Ich packe den mal eben aus. Schokoladenartige Bronzer. Und zwar sieht er so aus. Das haben auch, ja, viele ja immer gesagt, dass er so gut riecht. Und der riecht auch wirklich total gut. Also richtig schön lecker einfach nur. Ja, ich habe jetzt die Nummer. Welche Nummer habe ich denn? 51 genommen, also die hellere Nummer. Es gab auch noch eine dunklere. Aber ich dachte mir, ich bin ja nicht so dunkel, von daher. Ja, bin ich schon sehr gespannt, den auszuprobieren. Und der hat jetzt 10 Euro gekostet, also auch nicht gerade günstig. Aber irgendwas wollte ich mir auf jeden Fall gerne mitnehmen aus dieser Drogerie. Von daher, ja, ist es der Bronzer Und dann machen geworden. wir weiter mit Schuhen. Und zwar, ja, könnt ihr es vielleicht schon sehen, ich habe mir Toms zugelegt. Ich war schon einige Wochen auf der Suche nach weißen Toms, die so ein bisschen so ein gestricktes Muster haben. Also so ein bisschen romantisch verspielteren Look. Die hatte ich mal ja, von amerikanischen YouTubern in Outfit-Videos schon öfters gesehen. Und hier in Deutschland war es aber sehr schwer, die zu kriegen. Also man hätte die nur im Internet bestellen können. Da haben die, glaube ich, 70 Euro oder so gekostet. Also ja, zumindest habe ich es nicht günstiger gefunden. Und da war ich sehr, sehr glücklich, die da zu sehen. Und dann auch noch so günstig. Also habe mich echt sehr gefreut drüber. Meine Freundin hat sich auch gleich hier zugelegt in dunkelblau. Und zwar sehen die so aus. Halt solche, ja, weißen Slipper, beziehungsweise beige eigentlich eher. Beige Slipper in diesem schönen Strickmuster. Gefallen mir super gut und die sollen ja so irre bequem sein. Und ich habe es auch schon beim Anprobieren gemerkt, also die waren echt richtig, richtig bequem. Also ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Werdet ihr dann auch nochmal in Outfit-Videos sehen, wenn der Frühling dann kommt und man sie tragen kann. Momentan geht das ja leider noch überhaupt Ja, und die nicht. waren da halt sehr viel günstiger, als wenn ich sie jetzt hier im Internet irgendwo bestellt hätte. Die haben da jetzt so um die 50 Euro gekostet. Also fand ich echt ganz gut. Bin ich, ja, das ist eigentlich so mein Kauf, wo ich mich am meisten drüber freue. Also ja, boah, da bin ich froh drüber. Und dann machen wir weiter mit Topshop. Da habe ich mir eine Strickjacke gekauft. Und zwar ist es so eine Bordeaux-rote und die sieht so aus.
hoffe, ihr könnt sie gut sehen, weil ich sehe jetzt nämlich gerade nicht mehr so viel, aber ja. In so einem schönen Strickmuster wieder, so eine schöne. Und ist auch wieder in so einem, hat hier auch noch so Taschen vorne, was ich auch sehr schön finde. Ist wieder in so einem High-Low-Schnitt und hat hier an der Ecke, ach, an der Seite, auch wieder diesen Schlitz. Das haben ja echt ganz schön viele Oberteile momentan, also es ist sehr im Trend mit diesen Schlitzen. Ja, und ich fand die Farbe halt auch total schön. Ich fand, die hat sehr gut zu meiner Haarfarbe auch gepasst. Und dann war ich bei Bershka und habe mir da einen Top noch mitgenommen. Momentan ist ja so dieser orientalische Stil auch ganz in. Sieht man ganz viele T-Shirts und Tops zumindest in dem Stil. Ja, mit irgendwelchen Elefanten drauf oder ägyptischen Figuren oder ja, dann halt mit Glitzerstein und sowas. Und genauso ist auch dieses Top hier. Und zwar, ja, sieht es so aus. Hat halt vorne so süße Elefanten drauf. Und ja, ihr seht ja das Muster. Fand ich so echt ganz schön. Da unten sind auch nochmal so kleinere Elefanten. Und halt hier oben diese Glitzersteine, die fand ich auch sehr süß. Und das hat jetzt 20 Euro gekostet. Ja, das ist das. Und dann war ich noch bei Pull and Bear oder Pull and Beer. Ich weiß es nicht. Da habe ich jetzt aber eigentlich nicht so was Besonderes gefunden. Ja, außer ein süßes T-Shirt. Das fand ich so knuffig und deswegen musste es auch mit. Und das sieht halt so aus. Hat halt diese süße Maus drauf und diesen süßen Spruch. Und ja, ist jetzt nichts. Ja, das hat jetzt 8 Euro gekostet und weil ich ja auch so auf Cupcakes und Muffins und so stehe, ist es genau das Richtige für mich.